habe noch eine Frage, die ist eigentlich nicht von mir, sondern von Matthias Sammer. Der sagt zum Thema Dominanz, stellt er die Frage, wird denn woanders auch jeden Tag akribisch trainiert, als würde es kein Morgen geben? Ist das so? Fragt er. Fragt er uns? Er fragt nicht euch, aber er fragt allgemein an die Liga. Definitiv hat er das gefragt, oder ist das französische Anführungszeichen? Vielleicht ist das die Message nach draußen, wird denn woanders auch jeden Tag akribisch trainiert, als würde es keinen Morgen geben. Also, wie soll man darauf antworten? Irgendwas hat er zu Konstanz auch gesagt, gell? Also ich sage mal so, völlig unabhängig davon, ich finde es ganz wichtig im Leben, dass man das Glück, das man hat, auch erkennt. Und ich glaube nicht, als ich an Matthias Sammer stelle, würde jeden Morgen, bevor ich das Bayern-Trainingsgelände betrete, Gott danken, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, mich da dazu zu nehmen. Und ich glaube nicht, dass Bayern München einen Punkt weniger hätte, wenn Matthias Sammer nicht da wäre. So, aber was er ansonsten mit der Trainingsarbeit zu tun hat, weiß ich nicht. Vielleicht gibt er Pep Tipps, wie so ein Training aussehen kann. Dann wird es ja Sinn machen, dass er sich dazu äußert. Aber wir nehmen Anregungen gerne an, aber jetzt trainieren wir richtig und gucken, was sich auswirkt.